Ahu, liebe Schildmeiden und Wikinger, willkommen zu einer weiteren Folge Sons of the Forest mit eurem Erik Vikingson, dem Igor, dem Kelvin und der Virginia. Die chillt auf jeden Fall hier schön an unserem neuen Lager. Ja, neues Lager, deswegen, ich habe alles eingerissen, neues Lager draus gemacht. Hinter mir, wer ist das da hinten? Kelvin holt Stöcke, der schließt das mit den Beeten ab. Sehr gut, habe ich ihm gesagt. Und hinter mir das offene Jacuzzi. Hier haben wir ein paar Leuchten drin, haben wir einen kleinen Sitz, wo der Igor ein bisschen chillen kann nach getaner Arbeit. Und hier kommen die Räuchergestelle hin. Und hier die Schränke, wo wir erstmal alles einräumen. Das will ich jetzt auf jeden Fall machen. Und Ziel dann heute ist es, ich zeige euch es mal kurz, ich möchte heute gerne die Map abgehen. Nämlich runter zum Strand und dann Richtung Ausrufezeichenpunkt und dann einfach mal gucken, was da so alles da wäre. Das würde ich gerne machen. Denn ich denke, die Map ist so wunderschön und die sollten wir uns echt mal angucken. Und dann lassen wir es ein bisschen ruhiger angehen in nächster Zeit. Denn ich habe hier eigentlich sehr viel Zeit verbracht, das alles vorzubereiten. Ihr seht schon, ich habe hier wirklich einiges an Start gebracht, nochmal geändert und so weiter. Und ich habe jetzt demnächst nicht mehr so viel Zeit, das alles nebenher zu machen. Und deswegen machen wir das schön gemütlich und gehen dann Stück für Stück die ganzen Aufgaben ab. Und die Aufgabe heute ist es, dass wir hier die Schränke fertig machen. Da holen wir jetzt noch mal ein paar Bäume. Ein paar werden wir ja noch stehen gelassen haben. Und dann gehen wir runter Richtung Schrank. Hier habe ich noch mal eingerissen, habe das hingebaut. Das hat irgendwie nicht harmoniert hier mit der ganzen Situation. Aber ich fühle es eigentlich ganz cool. Zurzeit ist gerade Ruhe. Es kommt aber immer wieder vor, dass irgendwelche Kannibalen hierher kommen. Und ich glaube, das ist, weil wir mittlerweile sehr, sehr lange schon hier uns an der Base aufhalten. Und wir müssen einfach mal jetzt raus. Dass wir hier mal das Ballungsgebiet ein bisschen eindämmen. Und das würde ich dann gerne machen. Ihr seht es auch schon, durch die Kälte hat er nicht viel Power, der gute Igor. Und dann sollten wir es machen. Es ist jetzt, warte mal, gucken wir mal kurz auf die Uhr. Es ist jetzt knapp 10 Uhr. Das heißt, wir kriegen das jetzt in, keine Ahnung, so einer Viertelstunde Ingame-Zeit kriegen wir gedeichselt. Dann bauen wir das auf. Ich glaube, die Stämme müssten sogar reichen. Und dann räumen wir kurz alles ein, was wir jetzt nicht so brauchen. Und dann gehen wir los. Und dann machen wir einen schönen Loot-Ausflug. Gucken, was wir so finden. Ja. Im Hinterding. Brauchen wir nicht. Gut, geht nicht. So, dann holen wir den nächsten Baum. Na komm, sprint noch ein bisschen. Minion. Ein bisschen sprinten kannst du noch. Komm, so schlimm ist es nicht. Pack die Axt weg, dann bist du noch schneller. Sehr gut. So. Und dann geht es für uns nämlich runter, einfach Richtung Strand. Und dann machen wir mal ein bisschen Ausflug. Das haben wir uns ehrlich gesagt auch wirklich verdient. Nach dieser ganzen Plackerei, die wir hier durchgezogen haben. Und wie gesagt, ein bisschen ruhiger ist für alle, glaube ich, auch entspannt. Wir hatten ja in letzter Zeit genug Action. So. Dann werden wir noch einen Baum brauchen, aber den dritten mache ich jetzt nicht. Das müsste erstmal reichen, dass wir alles vollkriegen. Oder wir haben noch einen sogar hier liegen. Überragend. Da müsste es sogar, glaube ich, sogar reichen. Wenn wir Glück haben. Schauen wir mal. Es fällt ja immer wieder einer runter. Das heißt, wir haben jetzt zwei hier liegen. So, zack, den machen wir rein. Und den machen wir rein. Dann holen wir uns den letzten Baum. Und dann müssten wir eigentlich alles dafür haben. Vier Schränke, ein Baum. Ist eigentlich eine gute Ausbeute. So, finden wir jetzt das Ding nochmal. Jawohl, tun wir. So, es ist echt arschkalt. Ich hoffe auch langsam jetzt. Die Base ist soweit fertig, wie wir es haben wollten. Wir haben unseren Keller. Springt die da wieder draußen rum, die Virginia. Die mag es echt im Schnee. Das ist unfassbar. So. Zack, zack und zack. Damit sind wir da durch. So, hier in den Schrank würde ich gerne alles soweit. Ich mach's. Warte mal. Wir machen es erstmal rein. Bei Essen und so weiter können wir auf jeden Fall reinpacken. Hier die Dinger können wir auch rein. Da kommt schon wieder Kumpels. Ich höre sie schon wieder. Die Taschen müssen wir noch auspacken. Ich mach das erstmal so rein. Dass wir hier erstmal Essen und sowas drin haben. Den könnte ich jetzt gleich mal essen. Dann kommen hier die Pflanzen rein. So, da haben wir den Wurz hier. Auch rüber. Oh, packt er das drauf alles? Das wäre mega gut. Und da müssen wir aber irgendwann mal herrichten, dass wir mal ein bisschen Arznei herrichten. Wäre ganz gut. Guarana machen wir daneben. Auch eine sehr geile Frucht. Ich hoffe, hinter mir passiert jetzt nichts. Wenn ich hier stehe. So, dann haben wir hier oben drei Lachsbeeren. Auch die machen wir rein.
Und da können wir links da, rechts daneben machen, die Heckenkirche. Überragend. Alter, das Geschrei hier. Ich sage ja, wir müssen echt ausdünnen. So, das Pfeilblatt kommt oben drauf. Dann sind wir eigentlich so gut aufgestellt. Guck mal. Dann haben wir eigentlich so gut alles weg. Dann haben wir hier Schafgarbe. Weidenröschen. Ah, ich freue mich schon, wenn wir anpflanzen können dann eben. Wenn der Schnee dann weg ist, nehmen wir uns mal wirklich einen Tag und dann pflanzen wir mal an. So, was haben wir hier noch? Drei Kräuterseitlinge. Die packen wir oben hin. Und dann ist das schon mal erledigt. So, erste Regal voll. Zweite Regal. Machen wir rein. Haut. Haut ist immer gut. Okay, ich glaube, die Kumpels sind wieder da. Warte kurz. Ja, ja, da sind sie. Ich kann diese Dicken nicht ab, ne? Das ist ehrlich, es macht einen keinen Spaß. Die sind so rabiat, die Freunde. Warte mal, ich muss kurz mal da gucken. Ich hab's nämlich noch an. Ah, sind die jetzt schon durchgebrochen hier oder sind die durch die Tür gekommen? Ja, wo kommst du her? So, das Schöne ist, da reicht ein Pfeil. Ich mach die jetzt auch weg. Ja, ja, da sind sie durchgekommen. Guckst du an hier. Haben sie unsere Tür kaputt gemacht. Die Säcke, ey. Oh. Reparation habe ich auf jeden Fall noch. Oh, das reicht bei dem auch. Er klettert einfach mal schön hier rüber. Da liegt noch einer. Oh, der hat es jetzt auch hinter sich. Jetzt müssen wir wieder mal aufräumen. Dann reparieren wir kurz durch. Die Tür ist natürlich jetzt hin. Okay. Da brauchen wir einen guten Kopftrepper anscheinend. Ja, da braucht er gar nicht gucken. So, der hat gereicht. Gib her das Zeug. Der den Pfeil. Gib mir doch meinen Pfeil, bitte. Hallo. Sehr nett zu mir. So, Reparation. Machen wir natürlich schnell. Gut. Was war jetzt das? Oh, hast du mich erschreckt? Ich hätte es fast losgeschlafen, ne? Hüppi. Das kannst du so nicht machen. So. Gehen wir einfach mal kurz hier durch. Schön wäre es natürlich, wenn das anzeigen würde, wo was kaputt wäre. Aber ist halt jetzt nochmal nicht, ne? So, dann machen wir die hier fertig. Seil, Seil. Und Seil. Haben wir das Zeug da? Wir haben wie viele Stöcke? Einen. Lohnt sich nicht. So, dann haben wir das schon mal wieder repariert hier. Tür müssen wir wieder einbauen. Aber das machen wir, wenn wir dann weg sind. Guck mal hier. Kelvin? Kelvin? Er ist da oben irgendwo. Ich glaube, der hat sich erschrocken. Kommt er wieder? Kelvin, Alter. Ich hoffe doch, ne? So, wo waren wir? Einräumen. Wir räumen schnell ein und dann gehen wir los zum Strand. Ich will noch nicht mit vollen Taschen wieder los, weil ich möchte gerne einen Loot-Ausflug machen. Und, also das heißt, alles, was wir so mitnehmen, würde ich dann gerne auch mitnehmen. Die können wir auch erstmal hier lassen. Ich denke nicht, dass wir in irgendeiner Situation kommen, wo wir eine Schrotflinte brauchen. Bei denen, ich habe drei Seilrutschen. Ich glaube, auch da werden wir keine brauchen. Und wenn haben wir halt welche gehabt, dann ist es nun mal so, ne? So, TNT. Was haben wir hier? Die Spulen würde ich gerne da lassen. So, Druckerschwärze, die lasse ich jetzt bei mir drinnen. Ich sag ganz ehrlich, wenn sie dann da ist, sind sie dann halt da, ne? Und vielleicht finden wir irgendwo einen Drucker, dann können wir sie einräumen. So, TNT lassen wir hier. Ich will das also ein bisschen aus dem Haus rauskriegen. Wir machen natürlich auch im Haus ein Lager, aber hier draußen ist dann so, was wir jetzt halt schnell brauchen. Sollten wir dann auch nehmen. So, die Flaschen nehme ich mit. Die Lappen nehme ich mit. Alter, die macht mich fertig, die Frau da hinten, ne? Oh, warte mal, da ist noch Platz drauf. Habe ich jetzt gar nicht mitgekriegt. So, warte, dann haben wir, was haben wir noch? Pfeile, das haben wir durchgeguckt. Die Steine, die Lichterkerten nehmen wir mit. Die Seeds, die bauen wir dann an. Dann machen wir die Pilze noch dahin und dann sind wir eigentlich so gut wie leer, wa? Hier haben wir noch mal ein paar Pflanzen. Warte mal, da haben wir das. Ich danke dir, Püppi. Ganz nett von dir. Das krache ich mir gleich rein, ja? So. Dann müssen wir das noch Taschen aufmachen. Oh, guck mal, die Plane.
zwei Plan werde ich mitnehmen, weil mehr Zelte brauchen wir nicht. Und das kann ich eher machen lassen. Komm mal her. So. Was drin ist, werden wir dann später mal angucken. Und den werde ich jetzt dann auch später bauen. Das brauchen wir jetzt alles nicht. So, wie viel Plan habe ich denn dabei? Ich habe eine Plane. Siehst du, ich habe gar keine. Zwei Plan, wie ich gedacht habe. So, machen wir die Taschen auf. Taschen habe ich nämlich 6 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die machen wir jetzt alle nach und nach auf. Jawohl. Sehr geil. Überragend. Wird immer besser. Das hat sich doch mal gelohnt, wa? So, dann können wir das Fleisch hier noch aufhängen. Draußen ist schon wieder irgendwas hochgegangen, habt ihr das gehört? Es hat schon wieder Klack gemacht. Und ich bin der Meinung, es war wieder ein Reh. Es ist doch hundertprozentig wieder irgendein Viech gewesen. Ich sehe es aber nicht. Doch hier. Es war ein kleiner Hamster. Ein kleiner Hamster ist draufgegangen. Guck hin. Der Arme. So, und so kriegt man natürlich auch Fleisch. Das hängen wir auch natürlich gleich auf. So. Na, das ist doch super. Seid ihr überhaupt da? Natürlich seid ihr da. Oh, und dann gehen wir jetzt dann ganz langsam runter an den Strand und gehen looten und machen uns einen richtig geilen Tag. So, haben wir hier noch was zum Reinpacken? Warte mal. Geh lieber mal so die Runde. Da haben wir nämlich hier noch eine Spule gefunden. Oh, Haut und so weiter ist nicht dabei gewesen. TNT war nicht dabei. Da war nichts dabei. Okay. So, wie sieht es hier aus? Da war nichts. Hier haben wir noch einen Riegel dazu. Meat war nicht dabei, ne? Nö, 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 nö. Sehr geil. So, wir haben ein Getränk. Das nehmen wir uns auf jeden Fall. Das haben wir uns nämlich verdient. So. Dann nehme ich die Energie. Auch geil. Dann essen wir hier die Heidelbeeren. Zack, rein in den Kopf. Und wir essen die Austern, die zwei Stück, die wir gefunden haben. Und dann sind wir doch richtig gut aufgestellt. Und ich glaube, Igor, dann können wir auch los, wa? Wir machen uns die drei Mollys. 1, 2, 3. Und zack. Mal gucken, was so passiert Richtung Strand runter. Wir waren ja lange Zeit nicht mehr dort. Und ich möchte mir natürlich die Lage angucken. So, repariert ist alles, außer mal auch. So, dann verlasse ich euch. Ich würde gerne den Kelvin nochmal treffen, dass er hier das nochmal abschließt. Das wäre nämlich richtig geil. Weil zurzeit sehe ich gar nicht, dass er irgendwas abgeschlossen hat. Also nicht so wirklich, ne? Das Einzige, was er gemacht hat, war das hier. Und dann ist aber auch Ende. Kelvin! Da unten hockt doch schon wieder so ein Affe. Es kann doch nicht dein Ernst sein, ey. Die gehen mir aber auch auf den Zünder. Du brauchst gar nicht wegzurennen, das Ding ist durch. Wer hier reinkommt... Okay, wenn du natürlich cheatest, dann ist das dein Ding. Haben sie den Kelvin gebombt? Oder? Jetzt ist der Kelvin da drüben. Was läuft denn hier verkehrt? Das ist aber noch ganz hier, oder? Wo ist denn die? Komm mal her, du. Ich hab gesagt, hier wird nicht gecheatet. Also wird hier nicht gecheatet. So, komm mal her. Den lege ich jetzt nochmal kurz rein. Die Falle hat mir auch schon mega viel geholfen. Das soll ich echt, ey. Ich bin jetzt auch so, ich werde jetzt auch schießen, ne? Also ich werde jetzt hier nicht mehr auf Halligalli und sowas machen. Das ist rum. Das haben wir oft genug gemacht. Das sehe ich gar nicht mehr ein. So, ich lege ich hier hin. So, Virginia, kannst du essen? Da oben ist der Nächste. Alter. Aber wir hauen jetzt ab. Kelvin, baust du hier? Was tust du? Kelvin? Hallo? Ich bin hier. Ja? Komm mal her, Püppi. Baust du das mal bitte fertig jetzt? Das wäre echt cool. Ja? Wenn ich wiederkomme, fertig machen. Gut. Finde ich super. So, Püppi ist da. Nachladen, Tuma. Und wir gehen jetzt runter an den Strand. Wir haben so gut alles. Wir sind gut präpariert. Wir haben leere Taschen. Es ist einfach genial. Finde ich gut. Ist wirklich sehr gut. Wir haben Plane. Wir werden nochmal welche finden. Hier ist auch alles da. Wir haben die Checkcards. Wir haben das Plattencover. Es ist alles am Mann. Gehen wir runter zum Strand. Und zwar jetzt so in diese Richtung. Und dann gehen wir rechts rum. Und dann gucken wir mal so ein bisschen den Strand ab. Gehen ein bisschen auf Tour. Denn ich möchte so ein bisschen looten. Ich möchte mir ein bisschen die Insel angucken. Und das möchte ich mit euch gemeinsam machen. Okay.
Ja, mach mal das Gach hier wieder bitte, ja? So, gehen wir hier runter. Gehen wir einfach mal schön die Wege lang, gucken mal, was wir so finden. Geht's da jetzt runter? Jetzt haben sie mich schon wieder, siehst du? Wenn wir jetzt da runter gehen, kommen wir da runter. Ne, wir wollen da runter. Wir gehen hier runter und dann vorne rechts. So. Ich werde auch ab und zu ein bisschen, warte mal, kalt ist uns doch gar nicht. Werde ich ein bisschen rennen, dann werde ich mal wieder ein bisschen langsam laufen und so weiter, machen wir das. Und jedes Ding, was wir so zum Loot finden, was ist denn mit dir? Kommst du mit mir jetzt mit, oder was? Ja, ja, ihr habt dich auch geliebt. Die Mädels. So sind sie. So. Und vielleicht wird es ja dann Frühling, während wir hier langlaufen. Und dann kommen wir schön im Sonnigen wieder heim. Ich glaube, das ist ganz cool so. Und wer weiß, was wir alles nicht gefunden haben. Wisst ihr? Das hier unten ist doch der Dings, ne? Der Bunker, oder? Ja, ja, das ist der Bunker da unten. Alles gut, brauchen wir nicht hin. Ich habe jetzt nichts, was ich bunkern möchte. Ich habe auch nichts, was ich herstellen will. Von daher, wir haben zwar Druckerschwärze mit, aber brauche ich nicht. Ich möchte jetzt wirklich einen ruhigen, schönen Ausflug machen, runter ans Strand. Und dann gehen wir wirklich am Strand lang, wenn wir die Möglichkeiten dazu haben. Zeig mir nochmal bitte die Map ein bisschen besser. Ein bisschen größer. So finde ich es geil. So finde ich es richtig cool. Und zu dem Ausrufezeichen würde ich dann gerne da drüben nochmal gehen. Weil ich bin der Meinung, wir da vielleicht was finden. Da waren wir nämlich auch. Und guck mal, da ist auch ein Ausrufezeichen direkt im Wasser. Aber dann will ich da auch mal hin. Da gehen wir jetzt mal hin. Geradeaus zu dem Ausrufezeichen. Mal gucken, was wir finden. Gehen wir ein bisschen durch den Wald. Musst du was trinken? Nö, passt noch, ne? Dann können wir uns vielleicht auch ein paar Schildkröten unten mitnehmen, obwohl das Fleisch eigentlich kaputt geht. Lieber dann, falls wir was essen müssen, machen wir das dann so. Ansonsten eigentlich ganz cool. Zweige und so weiter für ein Feuer können wir dann immer noch holen. Ich will jetzt ehrlich gesagt mal gucken, was da unten das Ausrufezeichen ist, weil das habe ich vorher. Ist mir das noch nie? Das habe ich vorher noch nie gesehen, sage ich euch ganz ehrlich. Da unten ist auf jeden Fall jemand am Trinken. Den lassen wir auch da unten trinken. Ja, das können die ruhig tun, die Jungs da oben. Die dürfen ja genauso hier sein, wie wir auch hier sein dürfen. Ne? Ja, schon wieder fixen alle. So, wir gucken mal unten hier bei 494. Oh, guck mal da draußen. Da ist tatsächlich was. Das sehen wir jetzt schon von hier. Ist es das? Ja, ja. Das war doch vorher nicht. Was ist denn da draußen? Was war alles jetzt so entdeckt, ne? Guck mal hier die Ebene an. Waren wir hier? Nee, hier waren wir gar nicht, ne? Ja, Kelvin, da. Ach, Kelvin. Igor, da musst du jetzt durch. Ich kann es jetzt nicht ändern. Ich bin jetzt aber mal wirklich gespannt, was das da draußen ist. Das kenne ich so nicht. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Also entweder bin ich wirklich extremst blind hier durch die Prärie gelaufen, aber ich könnte beschwören, dass das vorher nicht da war. Hier liegt auf jeden Fall ein Stock, den wir nicht nehmen dürfen. Okay. Was ist das? Das sieht aus wie ein... Ach, guck mal an, du! Der erste Loot... Pack ruhig weg. Aber das war doch eine Zielscheibe. Oh, wie gut. Okay, Money. War das der Suchtrupp? Was hat er hier? Pistolenaufsatz. Eine Uhr. Okay. Ein paar Knochen hat er. Ja, aber guckt mal. Wir sind doch hier angekommen, oder nicht? Und das war doch vorher nicht da. Dynamit, das hätten wir doch gesehen. Oder sind wir so blind hier durchgelaufen? Ey, warte mal, hier waren wir gar nicht. Ich bin ja blöd. Wir sind doch ganz woanders gewesen, ne? Warte mal. Ja, doch. Nee, nee, nee.
Ich weiß jetzt gerade wirklich nicht, Leute. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Nee, da waren wir, da unten, wo die Höhle ist. Wir sind am ganz anderen Strandabschnitt. Ach, guck mal an, du. Ja, das ist ja geil. Dann haben wir das ja wirklich noch gar nicht gesehen. Ja, schön, dass wir hier sind. Hier sind Signalfeuer oder was? Kann man das kaputt machen? Ich will es aber nicht kaputt machen. Ich schwimme mal da raus. Wir haben ja Taucherausrüstung da. Was soll schon großartig passieren, wa? Oder können wir sogar hinlaufen? Ne, guck mal. Es sieht aus wie ein Jetski, ne? Gehen wir mal langsam, Igor. Was könnte das sein? Es ist schön, dass es auf jeden Fall warm ist. Boah, ist das weit draußen. Eieiei, was war das? Was war das? Was war das? Was hat mir jetzt so ein Damage gemacht? Habe ich mich erschrocken. Oh, schon wieder? Oh, guck mal, hier ist Loot. Ein kleines Boot. Was hat mir jetzt so ein Damage gemacht? Ihr packt das weg. Ein GPS-Peilsender. Oh, wie gut. Ein Hai. Nee, ne? Home. Ja, okay. Das ist anscheinend, damit man mich sieht, wenn ich Multiplayer habe. Guckt euch mal das Vieh an. Krieg ich das tot? Das probieren wir gleich. Eine Waffe. Wir haben eine Pistole. Freunde, wie gut ist das? Leuchtfackeln. Aber Essen ist nicht. Haben wir Heilung? Oh, wir haben Heilung. So, Freunde, jetzt muss ich mal gucken. Wow, wir haben noch Zeit. Sehr gut. Ich habe auf jeden Fall keine Waffe, keinen Schutz, ne? Aber wie? Wo ist denn der Hai jetzt? Da ist er. Aber den kriege ich ja nicht damit weg, oder? Was macht man jetzt? Ich habe ihn getroffen. Ich habe ihn auf jeden Fall getroffen. Was ist denn du? Ruhig, ruhig, ruhig. Ja, aber der ist jetzt weg, wa? Ach du Scheiße. Das ist ja sehr... Wir haben ja auch keine Harpune. Gibt es ja eine Harpune? Nee, ne? Ist der jetzt weg oder kommt der wieder? Oh, der macht mich aber auch... der hat richtig Damage gemacht, ne, Freunde? Ich glaube, der ist jetzt weg, wa? Oder ist der jetzt tot? Aber das glaube ich doch auch nicht. Und man sieht ja gar nichts unter dem Wasser, ne? Da ist... Der ist tot! Ein Pfeil? Können wir den ausnehmen? Oh, wie geil! Aber ausnehmen können wir den nicht, oder was? Ja, aber gut, dann haben wir das. Komm, Igor, dann mach dich ab an Land. Haben wir ein Hai erlegt, bevor er uns erlegt hat. Wahnsinn, oder? Und wir haben die Pistole. Ja, geil. Ein Algelein. Ein Elkchen. So, und dann gehen wir auf jeden Fall links rum. Okay, mach ruhig, mach ruhig, mach ruhig. Hol dir wieder ein bisschen Sauerstoff. Da kannst du, glaube ich, jetzt schon laufen, langsam. Oder nicht? Nee, hier ist noch Treibholz. Ja, komm, wir sind da. Haben wir es erwischt, Junge. Wahnsinn, finde ich gut.
Finde ich cool. Haben wir eine Pistole? Da läuft das ja dann demnächst anders, ne? Wenn wir runter nochmal zur VIP-Party gehen. Finde ich geil. Gefällt mir gut. So. Ja. Yeah. Schöne Musik vor allen Dingen. Schade, dass man das Radio nicht nehmen kann. Oder ich bin einfach zu blöd. Ist er wieder zu hier? Nee. Jetzt ist aus. Wir sind die Crunchy Crew. Ja, ja, ich auch. So, warte mal, lass mal gucken. So. Dann will ich da drüben zum nächsten Ausrufezeichen. Das ist dann das Ziel. Wir gehen jetzt noch darüber zum Strand. Genau. Pack das ruhig weg hier. Komm, wir schwimmen rüber. Vielleicht können wir auch laufen. Den Steine. Dann gehen wir darüber zum Strand. Ich glaube, das ist der Strand, wo die Orcas waren, ne? Bin ich der Meinung. Schwimmen wir da schnell rüber. Da machen wir uns da drüben ein Lager auf. Alter, mit dem Ei habe ich nie gerechnet. Ne? Ich habe mir gedacht, was ist denn jetzt passiert? Ich dachte schon, wir sind über die Map-Grenze raus und das ist einfach nur so ein 0815 gebautes Teil. Das ist ja geil. Was man so alles entdeckt. So. Nee, das ist auch nichts mit den Orcas. Wir sind hier an einem kompletten anderen Strandabschnitt. Oder doch? Aber hier ist nichts zum Looten. Nee. Hier ist gar nichts. Komm, gehen wir da nochmal in die Klippe. Wir müssen jetzt mal versuchen, dass wir uns so ein bisschen in Sicherheit bringen. Oh, guck mal, da drüben. Da gehen wir hin. Was haben wir denn da? Da ist auch was zum Looten. Guck mal, da sehe ich es doch jetzt schon. Es wird jetzt auch dunkel, das ist ganz cool. Da machen wir hier nämlich... Nee, das ist ein Eimer. Schade. Ist da was drin, ne? Steine haben wir hier. Hier haben sie einen auseinandergerissen oder zwei. Nee, guck mal. Oh, das sieht aber gut aus. Das würde ich mir auch zu Hause hinstellen. Also jetzt hier in-game natürlich. Ey, kommt schon geil. Wo sind wir denn jetzt? Wir sind jetzt hier. Jetzt kommen wir dann auf den Weg wohl. Der ist da oben. Den würde ich dann auch gern langlaufen. Dann lasst mal uns einfach mal ein Feuer machen. Wir haben natürlich nicht... Ja, den Hai hätte ich natürlich gerne abgenommen, ausgenommen jetzt, ne? Jetzt mal by the way, ehrlich gesagt. So, hier ist der Weg. Nehmen wir den Stock auf. Ja, ja. So, pass auf. Dann machen wir uns hier... Wir machen uns einfach hier... Genau hier. Guck mal. Was ist denn präzisionierter dafür als das Teil hier? Können wir da hoch? Ja, wow. Da können wir sogar hoch. Ja, da gehen wir da hoch, wa? Aber hier können wir ja nicht... Können wir hier... Was ist denn jetzt? Können wir hier speichern? Nee. Hier sind wir einfach nur geschützt, falls irgendwas ist, ne? Okay, ich verstehe es. Gut, gehen wir runter. Dann werde ich mir hier unten ein Feuer machen und ein Lager. Am besten hier so. Perfekt. Machen wir das gleich an hier. So, dann machen wir nebendran das Zelt. Bauen wir uns auf. Wir haben ja zwei Decken. Wenn du es denn lässt, das wäre halt cool. Hallo? 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 Ich würde mir gerne hier ein Lager bauen. Ja. Darf ich hier ein Lager bauen oder was ist los? Nicht? Echt nicht? Ach komm, Leute, bitte. Ihr seid aber auch. Na, dann mache ich es dann hier hin. Gut. Bauen wir uns hier, so weit wie es geht, das Lager auf. Guck mal, hier geht's auch noch. Da geht's auch noch. Jetzt sind wir fast schon dran. Hier geht's nicht mehr. Da bauen wir es hin. So. Dann werden wir hier das erste Mal übernachten. So. Und dann hole ich euch morgen hier ab und dann geht es für uns Richtung weiter rein. Hier schön an der Küste entlang, den Weg rein. Und dann kommen wir, wenn wir den Weg lang laufen, auch hier zum nächsten Ausrufezeichen. Und da möchte ich gerne hin.
Und dann gehen wir so ein bisschen Stück für Stück jetzt erstmal die Insel ab. Ich glaube, das ist ganz cool. Tag 35, da sehen wir uns wieder. Ihr Lieben, danke fürs Zuschauen. Wir haben die Pistole gefunden. Hat mega Spaß gemacht. Ich freue mich auf weitere Runden. Ciao.